Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne zu vier Themen eingangs etwas sagen. Zum einen zum Einsatz des deutschen Marinebootes vor der syrischen Küste, zum anderen zur Steuerpolitik, zur Hilfe für Griechenland und als viertes zum Thema Rentenpolitik. Zum Einsatz des Marineboots vor der syrischen Küste. Was wissen wir? Es kreuzt dort ein Boot der deutschen Marine an Bord, sind auch BND-Mitarbeiter. Und die notwendige Technik, um Truppenbewegungen innerhalb Syriens aufzuzeichnen und weiterzumelden. Und zum anderen wissen wir aus Zeitungsberichten, dass diese Informationen offensichtlich an britische und amerikanische Dienste weitergegeben werden und von diesen in den syrischen Bürgerkrieg einfließen. Was ist notwendig? Erstens Aufklärung. Die bisherigen Einlassungen der Bundesregierung sind vollkommen unzureichend. Es wird wie immer nur das bestätigt, was nicht mehr zu leugnen ist. Und zweitens, es bedarf einer politischen Bewertung dieses Vorganges. Wenn es stimmt, dass ein deutsches Schiff syrisches Territorium ausspäht und eine der syrischen Bürgerkriegsparteien mit Informationen versorgt, dann ist das eine Einmischung in einen bewaffneten Konflikt auf fremdem Territorium ohne Zustimmung des Bundestages. Konsequenzen sind notwendig, zum einen eine rückhaltlose Aufklärung des Parlaments und auch der Öffentlichkeit und zum anderen ein sofortiger Abzug der gesamten deutschen uniformierten, des gesamten deutschen uniformierten Personals inklusive der Technik aus der Konfliktregion. Krieg schafft keinen Frieden. Deutschland darf sich nicht von ein paar Geheimdienstleuten in einen Bürgerkrieg hineinziehen lassen. Zweitens zum Thema Steuerpolitik. Es gibt heute und in diesen Tagen wieder Meldungen über sprudelnde Steuereinnahmen und gleichzeitig die Prognose, dass dieser Trend abnehmen wird. Und zudem haben wir eine politische Debatte, Reiche und Besserverdienende wieder stärker zu besteuern. Für die Linke soll noch mal daran erinnert werden, wo Schulden sind, ist auch Vermögen. Erst wurden Steuern für Reiche und Gutverdienende gesenkt. Dann brauchte der verarmte Staat Geld und borgte es sich bei denen, die wegen der Steuerersparnis gerade Geld übrig hatten, bei den Reichen und Gutverdienern für satte Zinsen allemal. Ohne Superreiche keine öffentliche Schulden. Wir müssen also nun den beschriebenen Weg zurückgehen und das kann nur heißen, reichen Steuern rauf, zuallererst für Einkommens- und Vermögensmillionäre. Wir haben ein Konzept dafür schon lange präsentiert. Zum einen 5% Steuer auf alle Vermögen über 1 Million Euro und zum anderen eine drastische Anhebung des Spitzensteuersatzes mindestens auf das Niveau, was wir aus den Zeiten Helmut Kohls kennen, also 53%. Wir nehmen auch mit Interesse zur Kenntnis, dass die Diskussion darüber in immer mehr Parteien Fahrt aufnimmt. Ich will allerdings auch deutlich sagen, für uns ist die Reichensteuer ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung eines sozialökologischen Programms. Drittens zum Thema Griechenland. Wir haben wieder eine Debatte, die diese Woche Fahrt aufgenommen hat, mit der Frage, ob es weiteren Finanzbedarfs für Griechenland bedarf und wie er gedeckt werden kann. Für die Linke ist klar, eine weitere Finanzspritze kommt nicht in Frage. Alle Schritte, die auf einen solchen Mehrbedarf bzw. dessen Deckung aus Steuergeldern hinauslaufen, lehnen wir ab. Es ist im Übrigen in Griechenland wie auch in anderen Zentren der Eurokrise kein wirklicher Kampf gegen Steuerhinterziehung und Kapitalflucht zu sehen. Wir sind gegen eine weitere Finanzspritze. Zum einen, weil das Geld ohnehin zum großen Teil direkt an Banken fließt. Zum anderen, weil es einen einfachen Weg gibt, die griechische Liquidität zu sichern, nämlich eine einmalige 50-prozentige Solidarabgabe auf alle griechischen Vermögen überhalb 1 Million Euro. Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass griechische Millionäre ihr Geld vor dem griechischen Fiskus auf ausländische Konten verschieben, während Arbeitnehmer und Rentner im Rest Europas für die griechische Pleite haften sollen. Wir machen aber auch einen weiteren Vorschlag. Griechenland kann geholfen werden seitens Europas im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Kapitalflucht.
Zum einen sollten die griechischen Auslandsvermögen über 1 Million Euro sofort eingefroren werden. Zweitens sollte es einen Abgleich geben mit den griechischen Steuersünderlisten. Und drittens sollte es dort Übereinstimmungen geben, soll dieses Geld zugunsten des griechischen Staates einbezogen werden. Im Übrigen bleibt unsere Prognose bestehen. Über kurz oder lang muss ein echter Schuldenschnitt her für Griechenland. Ansonsten wird es keinen Spielraum geben, um dort wieder Wachstum zu generieren. Als letztes zur Debatte zur Rentenpolitik. Das Rentenpaket der Bundesregierung löst keine Probleme, es schafft bestenfalls neue. Die Beitragssenkung entfaltet künftig neuen Druck auf das Rentenniveau. Und die Zuschussrente ist eine Mogelpackung, die das Problem der Altersarmut nicht löst, weil sie an den eigentlich Betroffenen vorbeigeht. Neben diesen besprochenen Aspekten muss aber auf einen Punkt hingewiesen werden, der im Rentenpaket der Bundesregierung fehlt. Das ist die längst überfällige Anpassung der Ostrenten an das Westniveau. Angela Merkel hat 2009 auf dem Seniorentag versprochen, dass ihre Regierung das Problem in dieser Legislaturperiode anpackt. Seitdem ist sehr viel geredet worden, passiert ist nichts. Fakt bleibt, dass 22 Jahre nach der Wiedervereinigung die Lebensleistung der Ostdeutschen in der Rente immer noch fast 12% weniger wert ist als bei den Westdeutschen. Die Ostrentenangleichung ist auf dem Weg, das meistgebrochene Wahlversprechen der deutschen Geschichte zu werden. Wir sagen ganz klar, wenn es in dieser Frage keine Lösung bis zum Jahresende gibt, wird dieses Thema selbstverständlich im kommenden Jahr auch in den Wahlkämpfen eine prioritäre Rolle spielen. Wir haben eine sehr einfache Forderung dazu, schrittweise Angleichung innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und wir sind uns sicher, dass rund 4 Millionen Rentnerinnen und Rentner im Osten sagen, die Zeit drängt. Herzlichen Dank.